So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich wollte eigentlich starten mit Überraschung, denn ich habe heute, wir sind gerade im Stream und ich habe heute meinen Stream überrascht. Ich habe gesagt, wir spielen heute im Stream ein Spiel, das klammheimlich rausgekommen ist. Ich habe es erstmal nicht mitbekommen, es hat mir ein Zuschauer über Twitter verraten und ansonsten völlig unterm Radar gelandet. Wir spielen White Day 2 und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass wir White Day gespielt haben, damals verbuggt bis zum geht nicht mehr. Dann haben wir noch ein DLC gespielt und dann haben wir die Remastered-Version von White Day mit den schönen neuen Grafiken und so haben wir auch gespielt. Und jetzt ist tatsächlich White Day 2 rausgekommen und dann hatte ich im Stream einfach nur mal kurz das Spiel angemacht und wir haben diese Szene jetzt gerade mit dem Flur gesehen und halt das Logo und alle waren direkt so ah! Und ich muss euch aber dazu sagen, jetzt könnt ihr das positiv oder negativ auffassen. Ich fasse das nämlich positiv auf. Das Spiel hat eine Bewertung auf Steam, ja, größtenteils negativ. Aber wir haben White Day gespielt. White Day ist voller Bugs. Und gerade das mit dem Hausmeister war ja super lustig. Ich hoffe, wir haben hier auch wieder einen Hausmeister dabei. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich die Screenshots, die habe ich auf Steam gesehen. Ich bin auch noch nicht weiter als hier bei den Optionen gewesen, aber die Screenshots, die sind schon krass gewesen. Also auch grafisch sehr krass. Das ist die Kamera, wie sie jetzt weg ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal das Spiel.야, 장성태, 정신 안 차리냐? 밤에 뭐 했길래 자냐? 야, 너 야동 봤지? 어? 어? 아, 무슨 소리일? 아, 얘 얼굴 빨개지는 거 봐. 꼴에 남자라고. 장성태, 오늘 나랑 어디 좀 가자. 어, 어디? 어젯밤에 연두구에서 난리가 났대. 전학 온 지 얼마 안 된 학생이 학교를 뒤집어 놨다나? 이따 일 끝나고 연두고등학교로 와. 이미 졸업한 곳을 왜? 밝혀낼 거야. 예전에 그 사건. 암튼 안 오기만 해! 죽는다. 야, 정수진. 아, 이건 외상으로 달아줘. 장성태, 안 오기냐? 어, 멈춰! 아, 멈추는 개뿔. 멈출 거면 왜 왔겠냐? 왔네. 안 오는 줄 알았더니만. 내가 걱정되긴 했나 봐. 그런 거 아니야. 어쨌든 왔으니 봐준다, 장성태. 불이 났었나 봐. 무슨 일이 있긴 있었어. 이건 대체... 애들이 그러던데, 학교에서 어제 성화의 원혼이 나왔다고. 혹시 알아? 오늘 성화를 만나게 될지. 우리한테 뜻깊은 인물이잖아, 김성화. 한 명은 열렬히 짝사랑했고, 다른 한 명은 죽도록 증오했고. 끝내라! 거기 있는 걸 다 알아! 야! 튀어!
So. Oh, Entschuldigung, ich war gerade auf Twitter. Ich wollte nur gucken wegen Twitch-Thumbnail, nicht, dass jemand denkt, ich spiele Hogwarts oder so. Dachte schon, geht schon los auf Twitter. Ja, herzlich willkommen dann nochmal zu White Day. Ich sehe schon, ich muss gleich mal ganz kurz auf die, in die Optionen schauen, aber... Oh mein Gott, was ist das denn? Wartet mal, wir machen es mal ein bisschen leiser. Ein bisschen leiser, ein bisschen geliger. Nee. Die, es ist, ich glaube, es ist die 2. Wir gucken mal. Ja, nee, es ist die 2, wie ich mir schon gedacht habe. So, gelig muss das sein, genau. Oh, ich habe nicht gespeichert. Oh, ja. Gut, dann jetzt nochmal gucken. Oh ja, perfekt. Perfekt, es war doch die 3. Erstmal sehr, also ich finde nämlich auch, die Charaktere sahen sehr gut aus, die Grafik gefällt mir. White Day ist eigentlich, wer White Day kennt, weiß, die Grafik war jetzt nicht so krass. Die war aber schon im Remastered, fand ich sehr, sehr gut. Und hier, das sieht auch sehr, also das könnte auch so ein, ja okay, ich will jetzt nicht Outlast sagen, ne, aber so in ein bisschen fast der Qualität. Was ich gerade geil fand, ist, ich habe erst mal gedacht, Schule verbrannt, zurück zur Schule. Und dann so, ach du Scheiße, dann ist mir wieder eingefallen, das hier ist das Ende von Teil 1. Die haben aber gerade in etwa erklärt, alles klar, die haben gerade in etwa erklärt, was passiert ist. Also es gab hier ein großes Feuer am Ende. Es gibt jetzt einen Geist, der hier rumspukt. Und wer White Day 1 sehen möchte, ich verlinke einmal hier das, entweder DLC im Original oder auf jeden Fall das Remaster verlinke ich hier unten am Ende vom Video. Das steht gar nicht hier jetzt. Das steht am Ende vom Video, steht das hier unten. Und das mache ich dann jedes Mal am Ende der Folge. Und ja, und ich sage ganz viel und ich will einfach anfangen zu spielen. Aber jetzt überlege ich gerade, habe ich alles? Ich habe alles. Ich denke mal, man kann den Teil auch unabhängig davon spielen, von Teil 1. Okay, also Polizei war hier. Ich glaube, das haben wir sogar auch am Ende gesehen. Ich lasse die mal einfach da hinten stehen. Ich tue mal so, als hätte ich das nicht gesehen. Und es war sehr einstimmig bei mir im Chat und auch von mir, muss ich sagen, dass wir das mit der koreanischen Sprachausgabe spielen, weil das ist noch viel immersiver, finde ich. Und dann haben wir gesehen, dass die Untertitel, also waren erst noch so ein bisschen, aber die Untertitel sind auf Deutsch, deswegen habe ich dann auch gesagt, ja komm, dann machen wir das. Finde ich übrigens sehr geil, dass das Spiel auf Deutsch ist. Es ist unmöglich, tiefer in den Stand vorzudringen, weil die Deckenkonstruktion zusammengebrochen ist. Zum Glück gibt es eine Leiter, die zur Tribüne im Zuschauerraum hinaufführt, sodass ich auf die andere Seite gehen kann. Der Betriebsleiter wies mich an, die Hydraulikpumpe auf der anderen Seite der Struktur zu installieren, obwohl ich die Hydraulikpumpe zum Entfernen der Struktur benutzen wollte. Ich musste das schwere Ding mit der Leiter bewegen. Ich habe keine Ahnung, warum wir auf so eine schwierige Art und Weise arbeiten müssen. Ich bin gerade froh, dass es auf Deutsch ist. Bei den Wörtern auf Englisch hätte ich hier schon wieder geheult. So, okay. Dokument, Gegenstand, ja. Und können wir das mitnehmen? Wir können rotieren und so, auswählen, bewegen. Ah, das können wir dann wahrscheinlich bei den Dokumenten dann machen, wenn wir die voll haben. Beweismittel Nummer 3. Oh, was steht da? Scheiße, ich wollte Hangul lernen, weil ich finde, Hangul ist überhaupt, also ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Und irgendwie logisch. Und du kannst dir ganz viele Eselsbrücken machen, wie stehender Tisch, umgedrehter Tisch und sowas alles. Feuer steht da. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich glaube, im Chat können ein paar Leute Koreanisch, das ist mir heute schon so ein bisschen, ne, bei der da irgendwie, ne, ich bin ich gar nicht neidisch, ne, überhaupt nicht. Ich bin voll neidisch, ey, ich bin wirklich voll neidisch. Hangul ist sehr einfach, ja, ja. Aber ich hab's mir schon gedacht, dass wir im Chat wirklich auch Leute haben, die Koreanisch können, weil ihr wart so einstimmig einfach. Aber du musst jetzt auch für die Sprachausgabe kein Koreanisch können. Ne? Nochmal, ich hoffe, auf YouTube ist mir da keiner böse. Aber manchmal möchte ich zum Beispiel auch Spiele gerne auf Japanisch spielen, wenn die eine deutsche Synchro haben. Wenn es zu krass wird mit den Untertiteln, wenn die irgendwie buggy sind, wenn die irgendwie zu schnell weggehen und so, dann kann ich immer noch auf Englisch switchen. So, ein Marker, auf dem die 3 geschrieben steht. So, auf der Rückseite sind Spuren eines chinesischen Zeichens ausradiert. Ja. Chinesisches. Aber ich sehe da jetzt, ist das nicht Kanji? Ja, da stand jetzt Chinesisch. Okay, jetzt sind wir alle verwirrt. Ist egal.
Das interessiert mich da vorne, da wollte ich auch eigentlich hin. Ja, da steht jetzt eine, ja, da gehen wir mal gleich noch hin. Ich hätte vielleicht nochmal versuchen sollen, die Tür aufzumachen. Gut, da kommen wir erst hin, wenn wir das mit der, das glaube ich, die, ist das die Hydraulikpumpe? I don't know, da kenne ich mich nicht mit aus. Das Spiel ist ein bisschen dunkel. Oder bin das nur ich gerade? Ich möchte, dass ihr auch, vor allem auf YouTube, genug sehen könnt. Und wir machen das so. Ist, glaube ich, auch für YouTube wirklich besser. Ne? Das soll ja hier dunkel sein, ich weiß, aber ist, glaube ich, schöner. Kann ich ja nicht hoch? Ich kann hier hoch. Hm, natürlich kann ich das nicht machen. Wunderbar. Oder kann ich mich vielleicht durchbuggen? Kann ich springen? Nein, ich kann nicht springen. Was hängt denn da oben? Warte mal, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Du kannst mir nicht sagen, dass das eine normale Lampe ist. Okay. Ich gehe gleich zu dem Mädchen. Bleib mal da stehen. Okay, die Lampen sind alle so. Das ist strange. Die Schule, an die ich zurückkehrte, untersuche die Aula. Gut. Suche besser nach Hinweisen. Alles klar. Nicht, dass die mich jetzt direkt killt, ne? War das hier mit den... Warte mal. Das war doch hier mit den Spinnenkokons, oder? Das war White Day, ne? Oder warte mal. Nee, das war nicht White Day. Das war Dreadout. Das war Dreadout, ne? Ha, 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 ha. Das war nämlich auch in so einer Riesen-Aula. Boah, krass, wie viele Spiele wir schon in der Art gespielt haben, ne? Hallo? Ich find's gut, dass das Spiel so hell ist. Richtiger Schlüssel erforderlich. Ja, okay. Okay. Dreadout war auch Liebe, auf jeden Fall. Okay, wir würden jetzt darüber kommen, alles klar. Ich würde gerne diese Taschenlampe mitnehmen, die wir da vorne gesehen haben. Ich kann hier runter. Laufen und hocken. Laufen und hocken. Wenn du dich hinhockst, ist es für Gegner schwieriger, dich zu entdecken. Wenn du lange läufst, geht dir die Ausdauer aus und du musst einen sicheren Ort zum Ausruhen finden. Warum bekomme ich die Info? Okay, da unten lag auch eine Taschenlampe. Das heißt, die kann ich eh nicht mitnehmen. Gut. Ich meine, ist total dunkel. Hier liegen überall Taschenlampen rum, aber weißt du was? Was soll's? Oh, Karte! Mit M kannst du deine aktuelle Position und den Grundriss der Schule überprüfen. Die Farben auf der Karte unterscheiden sich je nach den Orten, die du besucht hast. Ja, ist sehr, sehr beruhigend, die Meldung immer. Ich weiß. Es muss bestimmt eine gelbe Taschenlampe sein, weil der sammelt nur gelbe Taschenlampen auf. Das muss irgendwas Specialiges sein. And you're hot and you're cold. Okay. Oh. Ist das eine Taschenlampe da vorne? Du kannst den Blitz mit R ein- und ausschalten. Mit dem Blitzlicht kannst du die dunklen Bereiche ausleuchten, aber besteht die Gefahr, dass du entdeckt wirst, also sei vorsichtig. Gut, die Übersetzung ist vielleicht jetzt nicht so 1A, wie ich dachte. Ja, Flashlight wurde mit Blitzlicht übersetzt. Okay. Und wir haben wohl schon eins gehabt. Anmerkung eines Feuerwehrmannes. Ich fand eine sechseckige Holzplatte, auf der das Wort Wasser geschrieben stand, als ich am Tatort arbeitete. Trotz des großen Brandes, der gestern definitiv stattgefunden hat, gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie vom Feuer verbrannt wurde. Eine sechseckige Holzplatte. Als ich sie aufhob, um sie mir genauer anzusehen, hörte ich ein scharfes Kreischen. Als ich mich umdrehte, starrte mich eine schwer verbrannte Frau mit wütenden Augen an. Ich war so erschrocken, dass ich die Holzplatte fallen ließ. Die Holzplatte, die ich fallen ließ, sprang in vier Teile und verschwand. Auch die Frau schrie und verschwand zur gleichen Zeit. War die Frau ein Feuergeist? Nein, ein Wassergeist. Ich kann mich doch nicht mehr ganz an das Ende von White Day erinnern. Aber ich glaube, das hier soll entweder so ein bisschen, ne, die Erinnerung anregen oder einfach erklären, wenn man jetzt bei White Day 2 einsteigt, was da so vorgefallen ist. Ist okay, ist okay.
Sind das diese Beweismitteldinger da? Deswegen. Gegenstand der Ermittlung am Tatort. Gegenstand der Ermittlung am Tatort. Yeondu High School Aula. Datum der Untersuchung am Tatort 14.03.2001. Status der Anordnung der Beweismittelschilder. Beweismittelschild 1 vor dem Technikraum der Aula. Beweismittel 2 vor der Vorführkabine. Beweismittelschild 3 vor der verstärkten Struktur. Da haben wir ja oben gesehen. Beweismittel 4 vor dem linken Flur im ersten Stock. Oh, Kabel ab. So. Frau Morzenberger ist da für Kanji-Rätsel. Das ist super. Paper Dolls immer noch. Ich weiß nicht, wer von euch auf YouTube oder im Stream Paper Dolls gesehen hat. Ich glaube, im Stream waren es einige. Frau Morzenberger hat uns geholfen, denn da war ein Rätsel einfach auf komplett Chinesisch. Also das musste man, dafür musste man Chinesisch können, um dieses Rätsel zu lesen. Never forget he einfach, ne? Legende war das. Paper Dolls ist einfach legendär. Ja, eins der besten LPs ever, ja. Oh Gott. Schlüssel erforderlich, okay. Kann ich da nicht durch? Ich geh mal den anderen Weg kurz, ja? Weil die hat mir ja gerade nichts getan. Ist alles cool. Ah. Wasserplattenfragment! So langsam erinnere ich mich an die Gänge hier. Die Gänge und die Türen. Hier irgendwo war, glaube ich, sogar ein Boilerraum hinter, glaube ich. Und es war nervig am Ende. Ich glaube, es war nervig. Och du Scheiße. Ja, okay. Schlüssel, ich verstehe. Und hier kann ich nicht durch. Boah, Alter, ey. Ich weiß einfach, ich rieche das hier. Ich rieche das hier gerade so hart einfach. Und ich finde das furchtbar. Verbrannte Gebäude, ne? Bei uns hat es damals, da wo wir gewohnt haben, hat es halt relativ oft gebrannt und da auch der Keller ganz oft, naja, also Hochhaus, Plattenbau. Und, kann ich da rein? Hallo? Und da musstest du immer durch das Treppenhaus, das halt angekuckelt war, mussten wir halt so zur Schule, ne? Das war so ekelhaft, immer dieser Geruch, ne? Ich weiß einfach, wie es hier riecht. Geruch kenne ich auch zu gut. Ja, das ist so ekelhaft. Niemand geht da hoch. Niemand geht hier hoch. Niemand. Mal gucken, ob wir in diesen Spielen nochmal hochgehen. Das ist ein Insider von Paper Dolls. Die 4. So. Es tut mir leid, es ist wieder soweit. Ich mache mit meinem Handy wieder Fotos. Ich finde, es ist besser, als sich das jetzt abzumalen. Da steht wieder chinesisches Zeichen. Uah! Barriere, indem die Wasserplatte vervollständigt. Die Barriere der schwarzen Schildkröte. Das ist die Barriere der schwarzen Schildkröte. Oh Gott, das fängt schon alles so gut an, ne? Wie gesagt, wenn das auch mit der Synchro jetzt dann scheiße ist und die Synchro irgendwie ist, ja, wir Raumtun gehen müssen tun, dann switchen wir auf jeden Fall auf englische Synchro. Da wird schon, da haben wir jetzt, Frau Maunzenberger schreibt, 3 Feuer und 4 ist Gold. Ja, ich muss ja nach den Kanjis da gleich gehen, aber ich finde ich schon mal sehr nice. Also, finde ich wirklich cool. So, wir konnten auch unten durchgehen, ne? Warte mal, 3 haben wir ja? Ich werde aber das Kanji nur mal kurz abfotografieren, ja? Nicht böse sein. Frau Morzenberger, die hat uns damals so den Arsch gerettet. So, vor dem Technikraum hieß es gerade. Und hier war es ja gerade noch sehr... Oh, sehr dunkel. Was ist das hier? Okay. Die Numero 2. So. Das heißt, wir haben die 4. Es fehlt uns noch die 1. Und die 1 ist vor dem Technikraum der Aula. Vor der Vorführkabine. Vor der verstärkten Struktur. Vor dem linken Flur im ersten Stock. Vom Technikraum der Aula. Jetzt gehen wir mal hin und gucken uns mal die Map an. Alles ganz in Ruhe heute. Alles Chili macht. Du Scheiße! Das ist aber ganz schön viel, ne? Manili. Du Kacke.
Oh, Lehreraufenthaltsraum, Lehrerzimmer, Klassenzimmer. Oh Gott. Okay, erste Etage. Da ist die Aula. Maschinenraum, Hauswirtschaftsraum, Toiletten. Herrentoilette. Okkultismusclub. Ich erinnere mich. Ach du Scheiße. Tanzstudio, Abhörraum und noch ein Tanzstudio. Das wird ja alles richtig witzig werden. Fahrradclub. Raum für Naturwissenschaften, Musikraum, Fotostudio, ach du Kacke. Kleines Auditorium, wieder, ich denke mal, es sind wieder Klassenräume und Biologieraum, Kunstraum, Theaterclub. Leck mich am Arsch! Oh! Jetzt frage ich mich gerade, ist das nicht der Technikraum? Nein. Okay, ja, da können wir leider nicht rein, weil uns der Schlüssel fehlt. Und ich sehe gerade, da ist wieder so ein Stück, da vorne ist ein Stück. Alles klar. Ja. Okay, dann gehen wir nochmal kurz hier hin. Und dann gehen wir, versuchen wir mal... Hört ihr das? Da hört man was hinter der Tür. Versuchen wir nochmal nach unten hier zu gehen. Alles ganz in Ruhe. Ach du Scheiße. Ja. Oh, schön. Wir konnten hier einfach durch. Okay. Ach so, da war eine Tür. Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Okay. Okay. Der verdammte Technikraum. Vom Technikraum der Aula. Dafür brauchen wir... Vor dem Technikraum? Okay, da habe ich es wirklich übersehen. Ah, da. Ich kann euch jetzt sogar sagen, was das heißt, denn wir haben im Chat ja Leute, die das können. Oh mein Gott, Frau Morzenberger schreibt gerade sogar mit Schriftzeichen... schreibt gerade sogar die Schriftzeichen im Chat. Warte, ich kann schon mal die 2 dann machen. Die 2 ist tatsächlich das hier. Nee. Nee, das ist das nicht. Das. Das ist die 2. Boah, schön gemacht, ne? Okay, das ist das fröhliche Männchen. Das hat aber beide Arme um. Ist das das? Trotzdem nochmal. Das ist das fröhliche Männchen mit beiden Armen oben. Und dann haben wir ein Haus. Oh mein Gott! Dankeschön, Frau Morzenberger. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sitzt hier und hab von nichts eine Ahnung. Ja, same. Same, same. Es ist ein Boiler Room. Oh mein Gott, mein Gedächtnis. Oh, wie geil. Cool. Oh, so viele Schlüssel. Alter, nee, komm, du... Ey, wie dumm kann man sein manchmal, ne? Nimm doch alle Schlüssel mit. Ich weiß ganz genau, dass wir nochmal hier hinkommen müssen. Ich weiß das jetzt schon, ne? Aber ja, okay. Genauso wie, ich brauche dringend einen Schraubenzieher. Oh, ich schraube mal was und danach werfe ich den weg und dann 2 Stunden später, ich brauche dringend einen Schraubenzieher. Werde ich drücken? Nee. Was haben wir denn jetzt für ein... Achso, habe ich Inventar? Schlüssel zum Fotostudio. Ach du Kacke. Warte mal, das Fotostudio ist aber... In der dritten Etage. Eto! Habe ich mir. Eigentlich mache ich das im RP mit meinem Charakter. Aber das mache ich jetzt auch irgendwie. Ich weiß nicht, im Stream habe ich das schon so oft gemacht. Ja, genau. Nanny! Das will ich auch so beibehalten. Wir machen Nanny. Ja, ich weiß, dass du das nicht benutzen kannst, aber. Ist alles cool. Wir kriegen das hin. Wir sind schon. Oh, wie gut wir jetzt dabei sind, ne? Weil wir machen jetzt mal. Wir sind hier. Cool. Da ist eine Treppe. Leute, das kriege ich hin, ne? Lass die Pan mal machen. Ich habe gleich eine Eingebung. Ich warte nur kurz drauf.
Batti kommt gleich. Wenn übrigens ein Übersetzungsfehler ist, gerne in den Chat schreiben, ne? Irgendwo. Oh, ich glaube, wir haben Probleme mit dem... Oh mein Gott, deswegen hat das Spiel so viele negative Bewertungen. Das ist nicht das Fotostudio und der Schlüssel hat funktioniert. Leute, wir... Also, ich sag jetzt schon, ne? Lasst uns Spaß haben. Lasst uns einfach Spaß haben. Ich kann nicht mehr. Das ist so geil jetzt schon. Ich liebe das. Ich sehe schon, das wird der Schwierigkeitsgrad, einfach rauszufinden, so Schlüssel für Klassenraum 1,5 und dann, oh shit, welcher Klassenraum ist das? Oh, Zeitungsbesten, Fetzen. Gestern, 13. März, kam es in der Aula der Yundu High School zu einem Brand, der vermutlich durch Brandstiftung verursacht wurde. Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Die Aula brannte komplett nieder und ein Mädchen wurde tot aufgefunden. Nach Angaben der Schulleitung wanderte das Mädchen ständig in der Schule umher und betrat sie auch unerlaubt außerhalb der Unterrichtszeiten. Die Polizei sucht nach einer Verbindung zwischen dem Mädchen und der Brandstiftung. Hier ist alles korrekt übersetzt. Es ist erwähnenswert, dass dieser Vorfall von einem weiteren ähnelt, bei dem vor 3 Jahren ein Mädchen bei einem Brand im Hauswirtschaftsraum starb. Das haben wir gerade am Anfang gesehen, den Hauswirtschaftsraum. So, ich stelle mich kurz. Warte, da war auch noch was, aber ich stelle mich kurz. Oh mein Gott. Wir haben die Schlüssel für den linken Korridor. Wir müssen also zum rechten. Also, ja, da wo sie gerade hingelaufen ist, hat die Tür zugemacht und einfach den Harry alleine gelassen. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Das Ding hier? Nee. Ach ja, wir brauchen ja... Okay, warte, ja. Das war die Tür... warte. Hier ist alles super. War das unten oder oben? Es war unten. Es war oben. Was? Moment. Barriere, indem die Wasserplatte vervollständigt. Das ist. Brauchen wir jetzt für das runde Ding, aber wir haben da noch nicht alles von gefunden. Denn die andere ist ja auf der Seite da oben. Wie kommen wir denn da ran? Verfluchte Scheiße. Kann ich hier schon mal was hinpacken von den Dingern? Nee? Okay. Ja, so ein bisschen lost bin ich ab und zu. Da müssen wir jetzt auch mal durch. Alter, ist so dumm. Hydraulikpumpe. Hydraulikpumpe, ja. Hydraulikpumpe. Hydraulikpumpe. Tonight. Licht, Licht, Licht. Ach, da ist... Okay, ich muss nach unten. Alles klar. Da ist eine Leiter. Da vorne. Ich glaube, ich weiß, wofür der Schlüssel ist. I think I know it. Weil ich gehe jetzt mal nicht von der Übersetzung aus. Also Schlüssel für den linken Korridor war das, ja? Ich weiß jetzt schon, wie hart gefrustet wir sein werden und ich lache mich jetzt schon kaputt über mich selbst in der Zukunft. Auf jeden Fall nicht jetzt. Das ist aber der... Das ist hier ein Korridor und das ist links. Ich dachte, das passt. Nein. Tür ist fest. Nein, aber ich brauche... Ich... Welcher linke Korridor? Scheiße. Kriegen wir hin. Immer wenn ich an dem roten Licht vorbeigehe, habe ich ja eine Eingebung. Ne? Das habe ich ja gesagt. Ja, es
ein Ding? Da oben ist der Fotografie-Club, habt ihr gesehen? Oh mein Gott, jetzt schon. Wir sind aber, ich finde schon, wir sind gut dabei, ne? Ach, aufgrund der Barriere, ja, natürlich. Da haben wir noch nicht alle Pieces zusammen. Natürlich, natürlich. Ja, vier Fragmente. Hätte man auch mal lesen können, ne? Hätte man das auch verstanden. Okay. Bing. Des großen Brandes ist ja definitiv... Nee? Hier. Der große Zug zusammengebrochen ist. Zum Glück gibt es eine Leiter, die zur Tribüne im Zuschauerraum hinaufführt, dass ich die auf die andere Seite gehen konnte. Der Betriebsleiter wies mich an, die Hydraulikpumpe auf der anderen Seite der Struktur zu installieren, obwohl ich die Hydraulikpumpe zum Entfernen der Struktur benutzen wollte. Ich musste das schwere Ding mit der Leiter bewegen. Ich habe keine Ahnung, warum wir es auf eine so schwierige Art und Weise machen sollen. Ich habe das jetzt so verstanden, dass da drüben was ist. Aber ich kann mich auch vertun. Das Spiel wird auf jeden Fall auf YouTube kommen, denn ich nehme es gerade für YouTube auf, damit die bestmöglichste Qualität haben. Ist das der linke Korridor? Das ist gar kein Korridor, okay. Ja. Das ist, ja. Ich gehe nochmal kurz da rein, aber da können wir auch nichts mehr machen, ne? Kriegen wir hin. Gehen wir hin. Das ist das erste Rätsel und wir sind jetzt gerade so gut durchgekommen, ne? Da muss man auch mal, das soll ja auch nicht sofort vorbei sein, das Spiel, ne? Das ist jetzt, da muss man gucken hier, ne? Hier ist nämlich auch noch so ein Ding. Und es ist wichtig, dass man sich das anguckt, weil das kommt später nochmal dran. Da muss man nämlich so ein Suchbild hier im Spiel erfüllen. So. Okay, ich war in diesem anderen Raum. Da haben wir ja auch so ein Gerät gehabt. Okay. Da konnte ich aber auch nichts machen. Leiter, 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 Leiter. Da müssen wir hin. Da hinten. Ich will immer recht. Ich drücke immer rechte Maustaste. Das heißt, wir müssen hier runter. Da müssen wir dafür nämlich durch diese Tür. Weil wir würden sonst hier nicht zwischenpassen. Das ist alles cool, ne? Wir brauchen also für diese Tür einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel für den linken Korridor. Der linke Korridor ist keine Ahnung wo. Ist das da eine Tür? Oh, warte mal. Die habe ich gerade großzügig ignoriert. Ist nämlich wieder eine Leiter. Ich bin wieder am Arsch, ey. Und das hier war auch... Obwohl, das hier vorne müsste doch der linke Korridor sein, da vorne. Im I Stupid... Du Pet? Okay. Macht sogar irgendwo Sinn, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Schlüssel zum Flurkorridor erworben. Warum ist das hier so auffällig mit dem Licht, wenn ich hier nichts bei der Tür machen kann? Warum war da die Musik? Warum hilft uns das Mädchen? Warum... Ich habe ein bisschen Angst. Oh. Oh. Ich muss leider sagen, ich finde das eigentlich... Ich finde es gruselig, hier auch in Verbindung mit Spielen, aber ich mag sowas eigentlich voll. Boah, Alter. Das, kratzt es mir überall, ne?
Boah, Alter! Furchtbar. Nice. Mhm. Nee. Hydraulikpumpenschaden? Ja. Schleiche und mach die Taschenlampe nicht oft an. Man könnte dich hören. Aber okay. Okay. Alles klar. Oh. Oh. Ah! Ah! Oh, du hast mir doch gerade noch geholfen! Oh, ich dachte, da war ein blaues X drauf. Ah! Ah! Warum? Warum denn? Ich versteh's nicht! Lass uns die vermisste Sojin finden. Ja, aber ganz im Ernst. Oh, Sojin? Sojin? Ist doof, dass ich jetzt hier schon wieder halb tot bin. Ich weiß jetzt, jetzt habe ich ach, das sollte vielleicht so sein. Aber ich habe mich, jetzt weiß ich, ich spiele wieder White Day. Wisst ihr noch, wie krass das immer war? Ich war immer halb tot. Hm. Sojin, okay. Das ist gerade voll geil mit dem Chat. Vielen, vielen Dank. Wer hat das geschrieben? Yangi, dankeschön. Die natürliche Erholung sitzt ein. Oh mein Gott. Sobald deine Gesundheit aufgebraucht ist und, du die Gesundheit verlierst, was? Die natürliche Erholung funktioniert nicht, wenn du gejagt wirst, also ruh dich in einem sicheren Gebiet aus. Die natürliche Erholung, Leute. Okay. Turnhallenschrank, Fotografieclub, Wanderclub. Steht da Wanderblub? Da steht Wanderblub! Da steht auch Fotografieblub! Da steht nicht Club! Da steht Wanderblub und Fotografieblub! Wie süß ist das denn? Das süßeste Schreibfehler ever! Ich bin in dem Fotografieblub. Lieb jetzt schon wieder alles. Ich weiß nicht, ich werde auch mega frustriert sein bei dem Spiel. Ich rieche das schon, ne? Aber das ist ja mega geil. Ich war im Theaterblub, ja. Ich will auch in einen Blub. Ihr kommt alle in einen Blub. Wir suchen uns alle jemanden. Also ich wäre im Computerblub. Ich wäre im Computerblub. I see me there. Ich bin im Blub. Ich bin Blubmitglied. Ich bin auch im Wanderblub. Schreibt Mautzberger. Geil. Wow. Nein, daran erinnere ich mich auch noch. Oh, da vorne geht's, glaube ich, in die Main Hall, oder? Zum Entrance. Entrance. Das ist das falsche Telefon? Ey. Wir nehmen nur ab. Hallo? Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann nicht abnehmen. Ich drück mal hier den roten. Ihr habt keine Telefonkarte. Ihr habt keine Ahnung. Ja, ich kann nicht abnehmen. War hier nicht sogar der Hauswirtschaftsraum? Das sieht aus wie Videokassetten da unten drin. Ich dachte, hier steht jetzt irgendwie stirb langsam oder sowas. Aber es ist ein Telefonbuch. Also ich kann ja nichts machen, Leute. Ich kann ja nichts machen. Stimmt, ein Horrorbaby, ja. Sowas könnt ihr übrigens im Chat schreiben, ruhig, ne? Weil ich erinnere mich gar nicht mehr an die ganzen White Day-Sachen. Notiz des Hausmeisters. Notiz des Hausmeisters! Bitte
Anfrage, wir haben das Werkzeug mit dem Schloss am 7. März aufgeschnitten und noch nicht zurückerlangt. Bitte bring es so bald wie möglich zurück. Oh mein Gott, Hausmeister Chan! Oh Gott, bitte. Lagerraum? Okay, wir sind jetzt im Fotografie-Blub, aber ganz im Ernst, das ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, das sieht aus wie etwas, was ich machen würde. Der Albtraum in der kleinen Halle. In meinem Traum stand ich mitten in der kleinen Halle. Dort standen Schaufensterpumpen. Oh, scheiße. Schaufensterpumpen, die in den Ständern befestigt und mit Blut verschmiert waren. Ich hatte solche Angst. Ich zog und drückte an der Tür, um rauszukommen, aber sie ließ sich nicht bewegen. Und dann sah ich einen Zettel auf dem Boden. Ich dachte, eine Schaufensterpuppe ohne Gliedmaßen würde mit mir sprechen. Das brachte mich auf die Idee, dass ich diesen Ort vielleicht entkommen kann, wenn ich seine Gliedmaßen finde. Doch dann sah ich einen Zettel auf dem Boden. Ich dachte, eine Schaufensterpuppe ohne Gliedmaßen würde mit mir sprechen. Das klingt... Also, das ist bei mir genauso. Wenn ich einen Zettel auf dem Boden finde, denke ich so, ach so, ich sollte die Gliedmaßen einer Schaufensterpuppe finden. Das klingt vielleicht seltsam, aber im Traum fühlt sich gar nichts seltsam an. Okay, alles klar. Ich löste die Gliedmaßen von anderen Schaufensterpuppen, um sie zu finden. Aber dann fingen die anderen Puppen an, mit ihren Armen und Beinen zu winken und mich zu verfolgen. Armlose Schaufensterpuppen und beinlose Schaufensterpuppen kamen hinter mir her. Es war so unheimlich. Am Ende erwischten mich die Puppen und ich wachte auf. Es war ein gruseliger Albtraum. Jo, hau rein. Muss der Erik spielen, das Spiel. Ah, also, oh, schön. Was ist das denn? Huch, das ist das Intro. Hier hängt einfach das Intro. Da steht Club. Liebe Mitglieder des Fotoclubs. Die Wand zwischen dem Fotoclub und des Turnhallenlagers wurde aufgrund des unglücklichen Vorfalls mit dem Turnhallenschrank abgebaut. Diese jüngste Tragödie hat unsere Schule in Aufruhr versetzt. Ein Schüler hat einem Reporter in einem Interview die internen Angelegenheiten der Schule verraten. Gib keine Interviews, auch wenn du darum gebeten wirst. Und pass auf, dass du wegen der Gerüchte nicht den Fokus auf deinen Unterricht verlierst. Die haben Blub falsch geschrieben, ja. Ha. Wir brauchen einen... Ha. Wir brauchen einen Schlüssel und einen Code. Das hier? Oh, ein kleiner... Oh, Walkman. Oh, schön. Aber mit so modernen Kopfhörern, meine Güte. Da hat aber jemand richtig Asche, ne? Eigenkamera erworben? Geisterfotos! Nein! In der Umfragebox befindet sich ein Foto von einem Geister Sochi gemacht. Sochi? Soji oder Sochi? Ne, Sochi war das, ne? Ich erinnere mich, glaube ich. Sochi gemacht hat. Du kannst Geisterfotos sammeln, indem du Fotos im Geisterbereich mit einer Einwegkamera machst. Der Schlüssel zum Spind ist irgendwo in der Schule versteckt. Finde ihn bitte. Ey! Irgendwo in der Schule versteckt ist aber ziemlich ungenau, ne? Oh, warte mal, das war doch White Day. Ging nicht, konnte ich nicht das Licht in den Klassenzimmern anmachen? Ja. Ich werde unseren neu rekrutierten Mitgliedern den Zugangscode für das gemeinsame Schrankschloss aufschreiben. Aber, da wir ihn nicht einfach so ohne weiteres mitteilen können, befindet sich die Antwort in diesem Bild versteckt. Wenn du also ein Mitglied des Fotoclubs bist, versuch es herauszufinden. PS, die auf dem Schloss aufgezeichneten Piktogramme sind Sonne, das Holz und der Mond. What? Oh nee. Was ist das? Warte mal, welches Bild? Welches Bild? Warte. Lass mich erst mal kurz hier gucken, bevor ich dann nochmal gleich zurückgehe. Anmerkung eines Mitglieds des Fotoclubs. Sarah, ich hoffe, du bist da.
Soyun. Bist du nicht neugierig, warum der Schrank in unserem Fotoclub immer verschlossen ist? Ich war schon immer neugierig darauf. Die Lehrer sagten uns immer, dass wir ihn nicht anfassen dürfen, wenn wir sie fragen. Wo denkst du, könnte der Schlüssel sein, der den Schrank öffnet? Gerüchten zufolge findet man ihn in der Mädchentoilette im ersten Stock des Hauptgebäudes 1. Aber haben sie nicht gesagt, dass dort gebaut wird, als sie gestern die Lüftungsanlage reparierten? Viele Hinweise in einem Brief. Ja, Sarah. Sarah, das geht nicht, weil welches Bild denn, Sarah? Gott. Kannst dich nicht einmal nützlich machen. Oh Gott, die arme Sarah.